So schließe nun deine Augen und lege den Fokus auf das Innere, auf deine Seele. Lasse alle Eindrücke, welche von außen auf dich einströmen, vorbeiziehen. Denn jetzt in diesem Moment sind sie nicht wichtig. Und spüre deinen Körper, spüre deinen Geist und deine Seele. Es sind die Momente, wo du ganz eng mit deinem Ich verbunden bist. Es ist dieses Ich, was immer schon war und was immer sein wird. Es ist die göttliche Energie des Ichs, welche du jetzt fühlst und in welche du dich ganz tief fallen lassen kannst. Und so kommt der Satz, ich bin zu dir, die Energie der Worte von ich bin. Du kannst die Energie spüren. Vielleicht magst du mit deiner inneren Stimme die Worte wiederholen, ich bin. Und vielleicht magst du auch deinen Ursprungsnamen dazu sagen. Und so baut sich etwas ganz Vertrautes in dir auf. Es ist deine eigene Energie, dein eigenes Ich Bin, was du fühlst. Dieses Ich Bin trägt das Licht der Liebe. Es trägt auch das Licht der Achtsamkeit. Und so nehme einen Atemzug vom Licht der Liebe und vom Licht der Achtsamkeit. Hülle dein Ich Bin mit diesen Energien ein und spüre, wie das Feld deiner eigenen Energie sich ausdehnt. Spüre, wie deine Energie den Raum einnimmt, welcher jetzt gerade für dich richtig und gut ist. Und so trägt dich das Ich Bin immer tiefer in deine Göttlichkeit. Du spürst, wie sich das Ich Bin mit dir verbindet und wie du mit ihm verschmilzt. Werde nun ganz zu deinem Ich Bin. Fühle deine Göttlichkeit, dein goldenes Feuer der göttlichen Flamme. Dieses Feuer trägt die Essenz deines Ich Bin. Und nehme deine Seele wahr. So führe ich dich jetzt auf die Bewusstseinsebene deiner Seele. Dorthin,
wo die reinste Liebe fließt. Dorthin, wo der Verstand keinen Platz hat und ganz still ist. Und vielleicht ist es möglich für dich, deine Seelenstruktur zu spüren. Und so tauche in die erste Seelenstruktur ein. Fühle die Energie, fühle, wie sich in der ersten Seelenstruktur dein Ich Bin anfühlt. Und dann gehe auf die zweite Seelenstruktur. Fühle auch hier hinein, wie sich da dein Ich Bin anfühlt. Spüre ganz einfach die Energie und lasse dich tragen, ganz egal, ob du Farben oder Gefühle wahrnimmst. Es ist alles richtig und gut, so wie du es wahrnimmst. Und dann tauche in die dritte Ebene deiner Seele ein und spüre dein Ich Bin. Spüre den Frieden, die Neutralität und die Achtsamkeit. Dann tauche in die vierte Struktur deiner Seele ein. Und fühle auch hier dein Ich Bin. Fühle, wie dein Ich Bin leicht und fein, aber dennoch sehr präsent für dich fühlbar ist. Und dann gehe in die fünfte Struktur deiner Seele und spüre auch hier, wie sich dein Ich Bin anfühlt und spüre, wie diese Ebene nun sich ganz anders anfühlt. Alles, was du wahrnimmst, ist richtig so. Und dann tauche in die sechste Struktur deiner Seele ein. Und spüre da, wie sich dein Ich Bin anfühlt. Spüre, wie die Energie stärker wird, denn du kommst immer näher zu deinem Seelenkern, tauchst immer tiefer in das Ich Bin ein. Und nun tauche in die nächste Stufe hinein. Nur noch wenige Stufen trennen dich, um dich ganz zu fühlen,
und dein Ich Bin intensiv wahrzunehmen. Dann tauche in die nächste Stufe ein und spüre, wie du jetzt ganz, ganz nah und noch viel tiefer mit deinem Ich Bin verbunden bist. Und nun kannst du noch eine Stufe gehen und deinen Seelenkern fühlen. Tauche in die letzte Stufe ein und spüre dein Ich Bin, spüre das Innerste deiner Seele. Spüre die Demut des Momentes und spüre, dass du hier ganz eng mit deinem Ich Bin verbunden bist. Die Zeit bleibt stehen. Es ist so wie in der Wirklichkeit, wo es keine Zeit gibt. Und dann richtest du den Blick nach vorn und erkennst deinen inneren Architekt, denn er ist es, welcher dich die ganze Zeit geführt hat. Und vielleicht spürst du eine tiefe Freude, denn du hast dir diesen Kontakt zu deinem inneren Architekt so sehr gewünscht. Er bietet dir seine Hand an. Er bietet dir an, jetzt mit dir in die Seelenschicht einzutauchen, zu welcher es dich am allermeisten hinzieht. Und wenn du nicht weißt, welche Schicht dies sein sollte, dann lasse dich tragen, lasse dich führen. Dein Architekt zeigt dir die Schönheit von dir selbst. Er zeigt dir die feinen Linien, welche er für dich erbaut hat. Durch diese Linien fließen Energien. Durch diese Linien fließen die Impulse deiner Seele von Stufe zu Stufe, bis sie an die Oberfläche kommen, wo du sie wahrnehmen kannst. Und jetzt führt dich dein innerer Architekt in einen ganz besonderen Raum. Von diesem Raum aus ist es möglich, dein komplettes Ich Bin wahrzunehmen. Es ist möglich, die Strukturen deines Energiefeldes und deiner Matrix zu fühlen. Und wenn du nun etwas auf dem Herzen hast, wo du meinst,
dass du Unterstützung brauchst, dann sage es jetzt deinem inneren Architekten. Er wird die Stelle in deiner Matrix finden, die er reparieren kann, welche er gerne für dich so konstruiert, dass du neue Impulse bekommst, dass sich das auflösen kann, was dich jetzt gerade hindert, voranzukommen. So spreche nun zu deinem inneren Architekten, was dir am Herzen liegt. Ich gebe dir ein wenig Zeit dafür. Und dann rufe deinen inneren Krieger herbei und bitte ihn, das zu unterstützen, was dein innerer Architekt jetzt gerade für dich neu konstruiert. So entsteht eine völlig neue Form, eine völlig neue Veränderung in deiner Matrix. Die Linien verbinden sich zu deinem allerhöchsten Wohle. Und wenn du hineinfühlst, spürst du, wie die Energien fließen. Du kannst spüren, dass die Energie frei fließt. Und so beginnt ein Fluss sanfter Energie durch deine Matrix zu fließen, durch alle Verzweigungen, durch die Knotenpunkte. Und nun bittet dich dein innerer Architekt mit ihm zusammen, in deinen Kopfbereich einzutauchen, in den Bereich, deines Gehirns. Und er wird, so wie du ihm aufgetragen hast, die Verbindungen deiner Synapsen mit der neuen Energie beschallen. Diese Verbindung ist sehr wichtig, denn sie macht es dir möglich, damit zu wirken, die Impulse deiner Seele umzusetzen in den Schaltzentren deines Gehirns. Und so baut
dein innerer Architekt, das System deiner Synapsen so um, dass es sich an die neue Struktur deiner Matrix anpasst. So fließen jetzt die Informationen deines göttlichen Ich-Bins ausgehend von den Synapsen durch deinen ganzen Körper und steuern dein Leben, so wie du es mit deinem inneren Architekten besprochen hattest. Vielleicht kannst du die Wellen spüren, wie sie ausströmen und durch deinen Körper wie helles Licht fließen. Wie sie dich ausgehend von deinem Ich Bin in deiner Göttlichkeit stärken und dich fühlen lassen, welch wunderbare Fähigkeiten, welch große Kraft und Macht in dir ruht. Es ist dein innerer Architekt, welcher dir zu Diensten steht, welcher jedes Mal, wenn du eine neue Struktur benötigst oder eine alte Struktur umbauen möchtest, hilfreich für dich da ist und welcher jedes Mal die Verbindung deiner Seelenstrukturen mit deiner Matrix und deinen Synapsen herstellt. Vielleicht kannst du fühlen, was dies bedeutet, welch ein großartiger innerer Helfer dein Architekt ist. Und so darfst du ihm auch gerne deine Dankbarkeit zeigen und auch darfst du ihm deine Freude zeigen, denn es ist die Freude deines Ich-Bins und deiner Seele, welchen deinen inneren Architekten anfeuert. Es ist die Freude, welche für dich alles leicht macht und dir Kraft gibt. Es ist die Freude, welche deine Kraft zum Strahlen bringt. Und so breiten sich goldene Strahlen ausgehend von deinem Seelenkern von innen nach außen in dir aus. Diese Strahlen dehnen sich immer mehr aus und füllen dein komplettes Energiefeld mit dem goldenen Licht der Liebe aus. Es ist das Licht von Ich Bin, von deinem Ich Bin,
Es ist das Licht von Elixir, von Ana. Es ist das Licht von Tahita, von deiner Achtsamkeit zu dir selbst, zu allem, was ist, zu deinen inneren Helfern und heute zu deinem inneren Architekten und deinem inneren Krieger. So fühlst du, wie sich etwas verändert hat, wie die Strukturen in dir freier wurden, lichtvoller, feiner. Und vielleicht kannst du fühlen, dass daraus etwas Neues entstehen wird. Denn wenn du Impulse von deiner Seele bekommst, weißt du, dass diese durch das, was dein innerer Architekt heute für dich getan hat, hervorgerufen wurden. Und so freue dich auf alles, was kommt. Denn du kennst jetzt deinen inneren Architekt und weißt, dass er dich unterstützen wird. Und so wird er jedes Mal, wenn du in dein Ich Bin eintauchst, zu dir kommen, denn er spürt, wenn sich die Energie deines Ich Bins verstärkt. Er ist bereit und für dich da. So genieße noch ein wenig die Energie und wisse, dass du Gutes für dich getan hast. Wisse, dass du sehr gut begleitet wirst. Und spüre die Gruppe deiner inneren Helfer, denn auch sie spüren die Veränderung deiner Matrix. Und so kann sich mit diesen neuen Strukturen sehr viel für dich verändern, wenn du es möchtest. Es kommt auf deinen Fokus darauf an, und es kommt darauf an, wie du mit deinen inneren Helfern dich einigst, wie du sie beschäftigst, damit sie dieses große Licht, was heute entstanden ist, noch mehr vergrößern, dich noch tiefer zu deinem Ich Bin tragen und dich immer noch mehr fühlen lassen, wer du bist. Und für jetzt weißt du, wie wertvoll die Begleitung deiner inneren Helfer ist, wie wertvoll jeder einzelne von ihnen ist. Und wieder stellt sich große Freude ein, denn deine Seele sendet dir den Impuls, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. Deine inneren Helfer stehen bereit. Und so schenke große goldene Ananaschas in die Gruppe deiner inneren Helfer. Und schenke auch dir selbst
ein goldenes Ananascha dafür, dass du heute hierher gekommen bist und dafür, dass du deinem Ich Bin um so viel mehr näher gekommen bist, als du es dir vorgestellt hättest. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit, so wie es gut und richtig für dich ist, langsam wieder im Hier und Jetzt an.